Signic wird ein Gebärdensprachlexikon, an dem jeder teilnehmen kann. Man kann nicht nur nach Wörtern suchen, sondern auch neue Gebärden hinzufügen. Es gibt zwar schon einige Gebärdensprachlexika online, die haben aber meistens einen kleinen Sprachumfang mit ein paar tausend Gebärden. Das Problem da ist, dass es sehr aufwendig ist, Gebärden online zu stellen. Man hat eine Kamera, man muss es aufnehmen, schneiden und dann stellt man es online. Aber ich möchte das Ganze crowdsourcen. Das heißt, mittlerweile hat jeder eine Webcam und man kann mit diesen Webcams wunderbar arbeiten. Und ich möchte dadurch halt die Möglichkeit schaffen, dass jeder mit einer Webcam eine Gebärde aufnimmt und dann hochlädt und dann halt zu diesem Lexikon beiträgt. Das, was die meisten Menschen wundert, ist, dass Gebärdensprache keine internationale Sprache ist. Es gibt eine Gebärdensprache für Deutsch, das ist die deutsche Gebärdensprache. Es gibt eine Gebärdensprache in den USA, die American Sign Language heißt. Es gibt überall andere Sprachen. Es gibt sogar innerhalb von Deutschland Dialekte. Normalerweise zählt man 30, 40, 50. Hier in Berlin zählt man 30, 40, 50. Also die Bandbreite der Gebärdensprache ist sehr, sehr groß. Deswegen ist es halt wichtig, finde ich, ein Lexikon zu haben, was das auch abdeckt. Das Projekt ist für zwei Gruppen wichtig. Die erste Gruppe ist die Gruppe der Gehörlosen selber, damit diese halt einen Nachschlageweg haben, um halt Wörter zu finden. Zum Beispiel Wörter, die halt gerade neu rauskommen für postfaktisch und solche Sachen. Die andere Gruppe ist die Gruppe der Sprachlernenden, also Menschen, die interessiert sind an der Gebärdensprache und diese gerne lernen möchten. Meine Eltern sind selber gehörlos. Also ich bin etwas, das man CODA nennt, Child of Deaf Adults. Und ich kann halt die Gebärdensprache sehr, sehr gut. Das Problem ist aber, dass ich immer wieder mit Menschen in Berührung komme, die das nicht können, aber interessiert daran sind. Sei es halt meine Freundin oder Bekannte oder andere Personen in meinem Umfeld, die halt gerne auch mit meinen Eltern in Gebärdensprache kommunizieren wollen. Und für die habe ich halt keine schöne Anlaufstelle gefunden bis jetzt. Und deswegen möchte ich gerne dieses Projekt bauen, damit ich einfach allen sagen kann, hier, da gibt es diese Webseite, da könnt ihr nachschauen, da könnt ihr Wörter lernen. Also ohne den Prototype Fund hätte ich das Projekt nicht jetzt direkt gestartet. Ich habe das Projekt schon seit 10 Jahren in meinem Hinterkopf gehabt und wollte das eigentlich dieses Jahr angehen, aber eher Richtung Sommer und dann als Nebenbei-Projekt neben der Arbeit. Und dadurch, dass ich vom Prototype Fund jetzt Geld bekomme, dafür kann ich jetzt Vollzeit an diesem Projekt arbeiten. Und etwas, was ich wirklich seit 10 Jahren machen will.